letztes Mal Wölfe-Vlog. Ich gehe ja nach Emstetten. Ende der Saison ist immer Zeit, um Abschied zu nehmen. Für meinen Nachfolger habe ich auch schon gesorgt. Hi, ich bin der Basti. Ich werde Konsti seinen Job als Wölfe-Moderator übernehmen. Meine erste Amtshandlung ist, den Konsti zu verabschieden und den Konsti natürlich zu interviewen. Wie war deine Zeit in Rimpa? Was war so deine positive Zeit oder was ist dir positiv im Gedächtnis geblieben? Also ich weiß noch, als ich das erste Mal hier in eine Dreifachsporthalle reingekommen bin und dann liefen mir in einem engen Gang Bötschi und Jan Schäffer nebeneinander entgegen. Da dachte ich nur so, oh mein Gott, wo bin ich denn hier gelandet? So Patt und Patterchen. Ist dir ein Handballspiel besonders in Erinnerung geblieben? Ich glaube, die Coburg-Spiele letzte Saison, die waren schon nicht verkehrt. Und was glaubst du, sind die größten Unterschiede zwischen Rimpa und Emstetten? Ich glaube, da ist das Drumherum ist schon ein bisschen professioneller, allein durch diesen Erstliga-Aufstieg und durch die jahrelange Zugehörigkeit der zweiten Liga. Und was erwartest du von den zwei Spielen nächstes Jahr gegen Rimpa? Ja, ich habe schon gehört, dass das eine Spiel, also in Würzburg oder in Rimpa, ist ein Mittwoch. Da habe ich die anderen Jungs gefragt, wie sie es so finden. Da kam öfter das Wort Doppeldecker. Ich weiß gar nicht, in welchem Zusammenhang das steht. Also ich freue mich drauf, klar. Jetzt ist es ja so, dass am Samstag das letzte Heimspiel der Saison ist, auch quasi verbunden mit dem letzten Spiel der Saison. Was erwartest du von diesem Spiel? Diese 3 Jahre an sich der zweiten Liga waren sehr emotional, glaube ich, viele, viele Ereignisse. Deswegen, ich versuche erstmal nicht dran zu denken, aber ja, ich hoffe, dass es nicht allzu hart wird, das Ganze. Deswegen, noch einmal den Arsch aufreißen, noch einmal allen Zuschauern, allen zeigen, was in der Mannschaft steckt und dass wir Bock auf das alles haben und dann können wir, glaube ich, alle in verdienten Urlaub gehen. Ja, Konsti, ich wünsche dir natürlich einen schönen Abschied, einen nicht so tränenreichen Abschied und hoffe, dass du eine schöne Zeit in Emstetten hast und nächstes Jahr die 4 Punkte in Rimpa lässt. Ja, okay, alles klar.